Hoeneß steht vor Rückkehr. Am Freitag wird Uli Hoeneß mit großer Wahrscheinlichkeit als Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender des FC Bayern bei der Jahreshauptversammlung wiedergewählt. Er habe erkannt, dass er nicht glücklich werde, mit 64 schon in den kompletten Ruhestand zu gehen, sagte Hoeneß dem Kicker. Jedoch werde er nicht mehr 24/7 in der Clubzentrale verbringen, so Hoeneß weiter. Bei den Spielen seiner Bayern wird er aber immer im Stadion präsent sein. Draxler will weg. Julian Draxler möchte den VfL Wolfsburg bereits im Winter verlassen. Da der Nationalspieler im Sommer aufgrund einer Ausstiegsklausel nur für 75 Millionen Euro wechseln kann, soll die Ablösesumme im Winter letztmals frei verhandelbar sein. Das Transfertheater zu Beginn der Saison habe weder Wolfsburg noch Draxler geholfen, sagte Klaus Allofs im Volkswagen Doppelpass. Man werde das alles gerade rücken, so der VfL-Geschäftsführer weiter. Damals hatten Paris Saint-Germain und Arsenal Interesse bekundet. Personalsorgen bei Leverkusen. Beim Champions-League-Spiel gegen ZSKA Moskau muss Bayer Leverkusen auf Lars Bender und Stefan Kießling verzichten. Defensivspieler Bender musste einmal mehr wegen einer Fersenverletzung passen. Stürmer Stefan Kießling fällt wegen einer Oberschenkelverletzung aus. Man habe es in eigener Hand und wolle in Moskau eine gute Vorstellung zeigen, sagte Bayer Sportchef Rudi Völler kurz vor dem Abflug. In Moskau kann Leverkusen theoretisch schon den Einzug ins Achtelfinale der Königsklasse perfekt machen. Nuri verteidigt sich. Werder-Trainer Alexander Nuri wehrt sich gegen den Vorwurf, dass er Max Kruse nicht vorzeitig auswechselte. Kruse habe keine Anstalten gemacht, früher ausgewechselt zu werden, sagte Nuri nach der Heimniederlage gegen die Eintracht. Aufgrund eines Ballverlustes des 28-Jährigen erzielte Frankfurt den Siegtreffer. Kruse fehlte den Bremern wegen eines Außenbandrisses im linken Knie seit August. Bei seinem Comeback spielte er gleich durch. Kann Dortmund Meister werden? 50-50. Können schon, aber ob sie es schaffen, ist relativ gesehen. Welche Chancen haben sie denn? Was glauben Sie? 70%, dass sie Meister werden. Kann Dortmund Meister werden? 50-50. Welche Chancen haben sie denn? Was glauben Sie? 70%, 50-50, 70%. Wenn Dortmund es nicht schafft, Leipzig oder Bayern? Hertha BSC. Mit den Sport1 News immer up to date. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Immer noch Reus über den halben Platz, vorbei an Bonucci und rein ins Tor.